Meine herzallerliebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Anno 1800, der silberne Käfig. Schon wieder bei einer neuen Folge hier am Start. Wir haben die nächste Rate abgegeben und sind auf dem Weg dahin quasi Richtung Staatsbankrott geschlittert. Wir hatten jetzt noch irgendwie 2000 auf dem Konto und eine negative Bilanz. Jetzt müssen wir also diese Folge mal gucken, dass wir unsere Finanzen in den Griff kriegen. Und ansonsten versuchen wir natürlich weiter auch die Silbermünzenproduktion voranzutreiben, denn die nächste Rate wartet ja schon. Es gibt ja keine Pause. 80 Tonnen Silbermünzen brauchen wir in 40 Minuten. Nochmal letztes Mal hier die Kautschukproduktion ordentlich auf Vordermann gebracht. Die ballern jetzt aktuell hier mit der gesteigerten, mit der Zwangsarbeit. Habe ich nichts mit am Hut. Mit der Zwangsarbeit. Die sind alle freiwillig, die sind in der Gewerkschaft, die sind gut bezahlt, die haben ausreichend Urlaubstage im Jahr und also, ne? Insofern steht eigentlich der ausgiebigen Silbermünzenproduktion heute nichts im Wege, außer unsere klamme Finanzkasse, unsere klamme Staatskasse. Aber ich habe auch gemerkt in der letzten Folge, als ich das Video geschnitten habe, es liegt halt auch an den Feldern. Also wenn man bei diesen Kautschukplantagen hier irgendwie diese Felder, es kostet Unmengen. Ich glaube, ein Acker waren irgendwie 5000 Credits von einer Kautschukfarm. Ich weiß nicht, warum die Felder so teuer sind. Aber das beste Gegenmittel, um unsere klamme Staatskasse aufzupäppeln, ist auch schon angekommen hier. Nämlich Rum und Tortillas. Damit werden wir reich, Freunde, ich sag's euch. Weil wenn wir das nämlich jetzt versorgen hier, dann kriegen wir ein bisschen mehr Geld rein. Und hier drüben haben wir auch was hingeschickt. Ich glaube, das ist aber schon ausgeladen, ne? Ja. Genau, also wir versorgen die anderen beiden Inseln auch noch mit Tortillas und Rum. Und dann geht die Bilanz auch gut ins Plus. Gleichzeitig können wir auch ein bisschen Produktion halt irgendwie stilllegen, die wir jetzt nicht mehr brauchen, so, ne? Wir haben nicht genug Mist. Können wir mal so eine Ammoniakanlage auch pausieren dann. Willst du uns zuschauen? Zuckerrohr haben wir auch nicht genug. Können wir auch eine Rumbrennerei pausieren. Kostet auch alles Geld. Du nimmst dann schon mal wieder hier Silber und Kautschuk mit. Warte mal, die Bretter schmeißen wir jetzt einfach mal über Bord. Haben wir zu viel von. Kautschuk! Ja, das scheint doch jetzt zu laufen. Da hatten wir nämlich zu wenig von. Jetzt scheint Kautschuk ordentlich zu florieren. Das war ja auch das, was wir wollten. Jetzt müssen wir natürlich für die heutige Rate, die wir heute zahlen müssen, sind ja 80 Tonnen Münzen. Wir haben die Barren dafür eigentlich schon. Wir haben auch Kautschuk. Das heißt, wir müssen vor allem gucken, dass wir genug von den Dingern hier in Betrieb nehmen. Und dann würde ich bei denen aber auch die Produktivität steigern auf 50% extra. Und dann müssen wir gucken, dass wir hiervon genug laufen haben, dass wir die Münzen rankriegen. Dafür brauchen wir eher die Obreros dann wieder bei der Arbeitskraft, ne? Und dann volle Kanne in die Münzproduktion reingehen. Mindestens schon mal die 80 natürlich, die wir jetzt brauchen. Wir brauchen aber ja danach bei der nächsten Rate auch wieder Münzen. Aber jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Münzen. Die Rate sind jetzt 80, danach die Rate sind glaube ich 150 Münzen oder sowas. Und wenn wir Gold schaffen wollen, müssen wir noch mehr Münzen haben. Also jetzt ab jetzt eigentlich nur noch Münzen ballern. Auf Ihren Befehl. Nur noch Münzen ballern. So, hier haben wir auch noch davon was. Und Ziegel können wir auch noch mitnehmen. Und hier rüberbringen. Sehr schön. Heute mal keinen Kaffee dabei. Es ist bei uns aktuell sommerlich warm. Die Sonne scheint. Ich glaube, während ich hier aufnehme, liegt Annika auch auf unserem neuen Balkon im Schatten. Aber die Sonne scheint und macht ein Nickerchen. Aber man soll ja auch nicht... Heute habe ich eine saftig frische aus meinem Kühlschrank. Könnt ihr nicht sehen, glaube ich. Eine saftig frische Paulaner-Späße dabei. Prüsserchen. Ah, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ich war früher mal Cola-süchtig. In meiner Schulzeit noch. So mit 17, 16, 17, 18 rum war ich mal Cola-süchtig. Und hab am Tag 2-3 Liter Cola gesoffen. Inzwischen ist mir tatsächlich die normale Cola fast eigentlich zu süß. Trinke ich auch noch ab und zu. Aber inzwischen bin ich tatsächlich eher Fan von so Paulaner oder so. Die ist nicht ganz so süß. Wenn ihr die noch nie probiert habt, probiert die mal, die ist echt gut. Hashtag not sponsored. Können wir irgendwie diese Felder da hinten noch mit einer Farm irgendwie, das wäre schon irgendwie gut. Oh, wir können ja hier vielleicht noch eine hinbauen. Bis wohin reicht die Hacienda? Oh ja, da können wir noch zwei Farmen hinbauen. Machen wir. Ich muss sagen, der Balkon, ich habe ja auch ein, zwei Videos schon gemacht. Ist wirklich so die größte Bereicherung an der neuen Wohnung. Ich meine, ich finde es super geil, dass ich jetzt ein eigenes Zimmer habe. Ja? Ich saß ja immer bei uns im Wohnzimmer und dann konnte man weder das Wohnzimmer richtig benutzen, noch war es ein guter Streamingraum, ne? Weil. Also insofern ist auch mein Raum hier natürlich ein großes Upgrade, aber
Der Balkon ist wirklich ein Segen. Also nicht nur, weil ich da jetzt meine Pflanzen und so, ich bin ja jetzt auch gärtnermäßig ein bisschen unterwegs und hab da meinen Spaß dran. Aber nicht nur deswegen, sondern auch einfach, dass man, wenn die Sonne so scheint, schönes Wetter ist, sich mal ein bisschen raussetzen kann, irgendwie mit einem kalten Getränk oder mit dem Eis. Es ist wirklich richtig nice. Also das ist ein Segen für uns. Nutzen wir auch gerne. Sitzen auch gerne mal draußen, Annika und ich. So, wir können noch eine weitere Silbermünzenträgerei ans Netz nehmen. Stromanbieter wieder unter. Stromanbieter Valle Gaming wieder am Start hier. Stattdessen pausieren wir mal wieder eine von denen. Die haben jetzt auch gleich sämtliches Amalgam durchproduziert hier. Das ist jetzt nicht mehr viel. So, Arbeitskraft ist am Limit hier. Wir haben keine Arbeitskraft mehr übrig. So, hier kommen wieder neue Tortillas und Rum an. Die freuen sich. Beziehungsweise, die freuen sich nicht. Ich liefere euch hier Tortillas und Rum. Und wie dankt ihr es mir? Mit dem Aufstand. Was seid ihr denn für ein Sauhaufen, ey? Undankbar. Einfach nur undankbar. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Jetzt haben wir eigentlich sogar aktuell so viel Silbererzproduktion, dass wir eigentlich mal so ein bisschen die Minen hier drüben pausieren können. Das spart uns auch wieder ein bisschen Arbeitskräfte. Und stattdessen können wir vielleicht nochmal hier so ein Ding in Betrieb nehmen. So ein Oxidationsbecken. Die habe ich ja vor allem pausiert gehabt. Eigentlich haben wir gerade Sommer. Eigentlich würde ich gerade gerne meine Oxidationsbecken arbeiten lassen, aber die musste ich pausieren, weil wir mit großen Schritten Richtung Staatspleite marschiert sind. Da können wir auch die Salpeteranlagen pausieren. Das spart uns alles Arbeitskräfte und Unterhaltskosten. Weil ich habe, also wir haben ja noch 250 Cyanid, das werden wir jetzt so schnell auch nicht verbrauchen. Stattdessen sollten wir eher diese Oxidationsbecken noch arbeiten lassen. Dass wir Amalgam machen. Wir haben jetzt hier noch 200 Silberbarren, das sind quasi 200 Münzen. Und wir haben Kautschuk, der kommt ja auch schon wieder nach hier, also Kautschukproduktion läuft ja. Das ist so das Wichtigste eigentlich. Die Hälfte ist schon mal geschafft. 170, genau, das sind fast 200 Münzen, die wir da quasi noch haben, die wir aber halt noch umwandeln müssen. Deswegen hier, zack, schön die ganzen Münzdinger ans Netz, in Betrieb nehmen. Ich muss sagen, mir macht das aktuell sehr viel Spaß. Also ich habe auch gestern Abend wieder gestreamt. Ich sag mal, in meiner idealen Traumvorstellung würde ich sowieso jeden Tag ein, zwei Videos raushauen plus noch abends einige Stunden streamen. Aber ich habe es immer mal wieder versucht, beides parallel zu... Es klappt nicht. Dadurch mache ich, weil ich mir halt auch bei den Videos zu viel Arbeit mache. Ich meine, für euch fällt es vielleicht nicht so auf, weil das wirkt jetzt wie ein ganz normales Let's Play. Aber die Videos sind halt geschnitten. Also sind jetzt nicht aufwendig geschnitten mit krassen Effekten, aber sie sind geschnitten. Die Rohaufnahmen von jedem Part hier, ihr seht ja auch, dass die Rate dauert ja immer 45 Minuten oder so. Und dann schneide ich die runter auf 20 Minuten oder so. Das heißt natürlich, ich muss die ganzen 15 Minuten durchschauen, schneiden, rendern. Also ein so ein Anno-Video, selbst wenn die jetzt nicht so aufwendig gemacht sind und Thumbnail und so, sind bestimmt 3-4 Stunden Aufwand. Obwohl es ja nicht mal aufwendige Videos sind, wie jetzt so ein Forza Wheelspin Video oder so, wo ich richtig, ne, die sind natürlich nochmal viel mehr Stunden Arbeit. Aber ich muss sagen, trotzdem macht es mir einfach aktuell sehr Spaß, hier diese Anno-Folgen zu machen. Und es freut mich auch einfach sehr zu sehen, dass ihr da Spaß dran habt. Ich sag mal, wenn 3-4 Monate gar kein Video kommt, erwarten die Leute ja auch nicht dann plötzlich täglich 2 Videos. Ja, die Leute sind ja froh, wenn was kommt. Insofern sollte ich mir da wahrscheinlich selber gar nicht so einen Druck machen. Weil wenn ich dann wieder denke, okay, jetzt muss jeden Tag eine Folge kommen, sonst ist blöd und die Leute finden es kacke und so. Na, muss ja nicht. Natürlich wäre es schön, ja, jeden Tag 3 Videos wäre schön. Ihr habt ja gar nicht so die hohen Ansprüche an mich. Ich mache mir immer selber unnötig Gedanken und Stress dann irgendwie. So, jetzt sieht's sehr gut aus. Wie viel haben wir jetzt von den Dingern hier im Betrieb? 11 Stück. 11 Stück laufen jetzt schon, also jetzt geht's los hier. Wir haben jetzt gleich die ersten 100 Münzen. Müssen 80 zahlen und haben auch noch 25 Minuten, also sieht gut aus. Für mich ist der Himmel nicht mehr blau. Erwarten oh Gott, Horizonte. Wie traurig. Ich meine, es ist nämlich gerade blauer Himmel. Das klingt schon düster. Für mich ist der Himmel nicht mehr blau. Es hat alles keinen Sinn mehr. Fast könnten sie mir ein bisschen leid tun. Aber nur fast. Ich glaube, ich baue mal noch ein paar mehr Häuschen tatsächlich. Dass wir noch mehr Arbeitskraft haben. Dann müssten wir ja jetzt eigentlich auch abschätzen können, wie viele Folgen dieses Projekt noch hat, oder? Warte mal, das ist jetzt ja die vorletzte Lieferung. Genau, diese Folge und dann nächste Folge ist ja dann schon die letzte Lieferung. Und dann sind wir ja durch. Ach Mensch. Dann war es das ja schon, ne? Ich glaube, wenn wir das Projekt hier tatsächlich, also das kleine, ist ja nicht so ein riesiges Projekt, aber dieses kleine Projekt hier abschließen,
Ist das das erste mehrfolgige abgeschlossene Projekt auf YouTube seit langer Zeit? Ich habe immer mal wieder so ein paar Sachen angefangen. Habe ich immer die Formel 1 Rennen hatte ich mal hochgeladen oder dann haben wir mal COD irgendwie angefangen zu zocken, ein paar Videos. Aber abgeschlossen haben wir davon nichts. Jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt. Jetzt kommt wahrscheinlich das letzte Video nie. Es tut mir leid. Falls ihr das hier in ein paar Jahren seht und euch fragt, wo ist denn die letzte Folge? Wahrscheinlich kam sie nie. Wahrscheinlich ist jetzt hier beim vorletzten Video Schluss. Ja, jetzt sieht es aber gut aus mit der Bilanz, ne? Jetzt haben wir noch 3000 plus, weil wir jetzt halt hier versorgen und die beiden anderen Inseln versorgen. Und einige Sachen pausiert haben. Das heißt, wir haben jetzt, warte mal, wir nehmen die mal alle in Betrieb, die Oxidationsdinger, und haben immer noch Plus. Ja, und auch Arbeitskraft Plus. Und da müsste der nächste Monsun kommen. Ein milder Monsun. Jo, okay, nächste Jahreszeit. 6000 Einwohner haben wir. Sind unterwegs. Und da sind 200 Münzen voll. Und wir haben immer noch 100 Barren. Das heißt, 300 Münzen haben wir dann quasi. Hier laden wir wieder rum und Tortillas aus. Ich meine, jetzt läuft's richtig. Jetzt versorgen wir ja sogar dann auch alle Inseln und so hier. Die Leute sind happy. Ist das nicht schön? Momentan ist aber auch gaming-technisch jetzt so ein bisschen Sommerloch. Es gibt, also grundsätzlich gibt's im Gaming immer so ein Sommerloch. Oder fast immer. Was ist denn jetzt los? Haben diese Leute nie genug von ihren seltsamen Ritualen? Was ist los? Schon wieder ein Ritual? Zeit der Buße. Eine singende und klagende Prozession aus Arbeitern ist auf dem Weg zum Berg, um ein Buße-Ritual zu vollziehen. Mitmachen? Ritual unterbinden? Sollen sie nur machen. Beeinflusst alle Wohnhäuser und die Silbererzmine. Produktivität minus 20%, Zufriedenheit plus Aufstandsgefahr minus. Die Silbererzminen produzieren zwar weniger, aber Silbererz haben wir jetzt eh genug. Ich habe hier noch 200 Tonnen im Lager. Wir haben ja auch schon die Silberminen stillgelegt. Silbererz ist jetzt nicht mehr der entscheidende Faktor. Insofern können die Minen ruhig ein bisschen weniger produzieren. Wenn dafür die Aufstandsgefahr sinkt, dann ist das gut. Wir müssen uns unseren Sünden stellen. Was wollte ich erzählen? Achso, ja, Sommerloch bei Videospielen. Du hast halt meistens viele große Spiele-Releases kurz vor Weihnachten natürlich, weil die Firmen das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollen. Und dann hast du noch ein, zwei große... Oh, jetzt haben wir gar kein Holz mehr. Scheiße. Siehste, nicht gut. Dann hast du immer noch so ein, zwei Releases auch Januar, Februar, März rum teilweise. Und dann gibt's noch dieses Sommerloch, so Mai bis August, September rum oder sowas, wo dann halt auch fast nichts rauskommt. Und momentan ist Spiele-Release-mäßig wirklich mau. Wir haben jetzt bei uns im Stream haben wir jetzt angefangen, wieder Assetto Corsa Competizione rauszukramen. Das haben wir auch letztes Jahr gespielt, bis dann Formel 1 rauskam, das neue. Das neue Formel 1 Game kommt ja, ich nehme jetzt mal Holz statt Ziegeln mit, weil ich Holz brauche. Das neue Formel 1 Game kommt ja Anfang Juli. Und bis dahin fahren wir jetzt aktuell wieder in der Community so ein bisschen Rennen in Assetto Corsa Competizione. Macht auch Laune. Und ansonsten, ich habe auch Lust mal wieder Age of Empires 4 nochmal anzuschauen. Auch ein bisschen Lust auf ältere Games bekommen, aber so neue, coole Releases gibt es aktuell echt nicht. Es ist ein bisschen mau momentan. Und da ist Münze Nummer 250. 10 Minuten noch. Also jetzt knallt die Produktion. Jetzt knallt die Produktion richtig, meine Freunde. Sehr, sehr angenehm. Was führt Sie des Weges, Gouverneur? Oh, oh, jetzt sinkt die Arbeitskraft. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt nämlich, es fehlt irgendwas. Oder? Warum sollte die Arbeitskraft sinken? Ich hab's ja schon. Ah, nee, es brennt. Deswegen. Aber es regnet doch. Weiß doch jeder, wenn es regnet, kann es nicht brennen. Wir werden jetzt noch richtig dekadent, Freunde. Ja, eigentlich in dem Szenario gar nicht notwendig. Aber es läuft ja eigentlich bei uns aktuell ganz gut. Und deswegen werden wir jetzt mal richtig dekadent. Weil Kautschuk, ich glaube, wir haben ausreichend Kautschuk fast schon. Und auch ausreichend Kautschukproduktion. Wir rüsten ein bisschen um. Der Kautschuk kommt weg, der Kautschuk kommt weg. Der Kautschuk kommt weg. Und stattdessen erweitern wir noch unsere Wasserdinger hier. Und jetzt fangen wir an und bauen hier. Oh, wir könnten sogar Melonen machen. Oder wir machen Ponchos. Ponchos bringen neuen Reis.
Damit werde ich mich nicht zufrieden geben. Melonen bringen 14 Reis. Kaffee bringt 18 Reis. Wir sind jetzt ganz dekadent. Wir produzieren jetzt einfach Kaffee. So ein Ding ist das. Eigentlich etwas, was man in diesem Szenario überhaupt nicht versorgen muss, natürlich. Ja, weil Kaffee, unnötiger Luxus, braucht man ja nicht. Aber wir versorgen die jetzt mit Kaffee. Warum denn nicht? Bringt uns Kohle ein auch. Seht ihr jetzt, seht ihr auch, wie teuer die Felder sind. Ich zeig's euch jetzt gleich nochmal, wenn wir jetzt hier mal so eine ganze Dings bauen. Guck mal, die haben 168 Felder, ne? Die 168 Felder kosten 8.400 Credits. Für eine Plantage. 8.000, das ist unfassbar. Ich weiß nicht, warum die so teuer sind. Und ich frage mich jetzt, ob das immer schon so war oder ob das tatsächlich in dem Szenario nur so ist. Aber es ist unverschämt teuer, oder? Oder geht nur mir das so? Ich find's wirklich frech. Die können wir boosten natürlich. Die sollen ruhig mehr produzieren. Und dann bauen wir Kaffeeröstereien. Ach so, und die Kaffeeröstereien, jetzt wird's noch anders wild. Die Kaffeeröstereien, die brauchen dann auch tatsächlich die besseren Arbeiter. Das heißt, wir müssen sogar hier Leute aufsteigen lassen auf der Insel. Aber warum denn nicht? Wir haben es ja, wir haben es ja. So, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir Kaffee gemacht. 3 Minuten 30. Wir haben 300 Münzen voll. Die Münzenproduktion ballert aber auch anders durch hier. Die ballern aber auch anders durch. In 6 Minuten ist dann auch wieder Trockenzeit. Dann können wir auch die Oxidationsbecken wieder arbeiten lassen. Wir haben auch genug Silbererz noch auf Lager. 270 Tonnen. Wo wir jetzt schon mal wieder anfangen können, ein bisschen mehr zu produzieren, ist Cyanid. Das heißt, ja, Mist haben wir noch. Die Ammoniakanlagen gehen wieder in Arbeit. Die Salpeter-Dinger gehen wieder in Arbeit. Cyanid und dann wieder Barren und dann wieder Münzen. Es ist der ewige Kreislauf der Münzproduktion. Die Kaffeeproduktion. Das finde ich jetzt cool, dass wir jetzt sogar Kaffee produzieren. Also es gibt ja einige Sachen in dem Szenario, die man theoretisch versorgen könnte. Kaffee, Kaugummis sogar, aber ich meine, wer macht schon Kaugummis? Melonen könnte man theoretisch auch produzieren, dafür bräuchte man Alpakas und Leinen. Und Ponchos könnte man theoretisch auch produzieren, da brauchen wir auch Leinen, auch die gehen halt nur drüben. Und selbst Zigarren könnten wir, glaube ich, herstellen. Tabak, gibt's Tabak? Ja, sogar Zigarren könnte man machen. Zigarren, Kaffee. Aber das lohnt sich halt eigentlich nicht. Normalerweise braucht man die Bevölkerung nicht zu versorgen, weil du brauchst halt nur die Arbeitskraft und diesen ganzen... Also man braucht halt die landwirtschaftliche Fläche für Kautschuk vor allem und für Mais und sowas. So, jetzt haben wir noch 55 Barren und 100 Kautschuk. Das sind also nochmal... Und jetzt, ja. Chef meldet sich. Wie erfreulich, diese Sünder bei der Arbeit zu sehen. Vara. Wie soll ich bei solchen tropischen Fristen die Qualität aufrechterhalten? Ich denke nicht, dass das mein Problem ist, lieber Oliveira. Wir alle müssen uns einmal für eine Seite entscheiden. Wo er recht hat? 80 Tonnen Silbermünzen möchte der gleich haben. Muss ich kurz nachgucken in meinem Portemonnaie. Wühlt durch die ganzen Scheine. Weiß ich nicht, ob ich so viel noch da habe. Wir haben jetzt gleich 350. Wir haben solide vorgearbeitet. Und sind für sämtliche Eventualitäten gewappnet. Selbst wenn der auf einmal die Rate spontan noch verdreifachen würde, könnten wir sie noch bezahlen. Also, ich glaube, wir stehen ganz gut da. Das mit dem extra Schiff fand ich eine gute Sache. Das habe ich im Stream nicht gemacht, weil ich Angst hatte, die Rate zu erhöhen. Man muss ja die Rate erhöhen, wenn man das Schiff kriegen möchte. Und jetzt hier in dem Durchlauf haben wir uns mal getraut. Und ich muss sagen, das war eine gute Entscheidung. Also zwei Schiffe zu haben, macht es auf jeden Fall deutlich entspannter, dass man halt Rohstoffe hin und her bringen kann und so. Das Ziel für die heutige Folge war ja, ich habe es am Ende der letzten gesagt, dass wir uns um die Finanzen kümmern, Kautschuk und Münzenproduktion. Jetzt neigt sich diese Folge dem Ende entgegen und wir haben fast 100.000, wir haben eine dicke Plusbilanz und wir haben richtig viele Münzen. Ich würde sagen, Ziel erledigt. Das, was wir heute uns vorgenommen hatten. Und jetzt kommt dann auch schon wieder der nächste Sommer. Und dann können wir hier wieder die Amalgam-Produktion starten. Das heißt, wir können jetzt, wir haben ja nur noch 20 Barren. Wir können jetzt ein paar von den Münzpräge-Dingern pausieren.
weil wenn die letzten 20 Barren umgewandelt haben, gibt es eh keine Münzenproduktion mehr. Und stattdessen können wir die Arbeitskräfte jetzt wieder in die Oxidationsbecken knallen. So, dann machen wir nämlich wieder Amalgam. Wir haben genug Silber, 300. Wir haben genug Cyanid, fast genug, 170. Das sind dann wieder 170 Amalgam. Und dann lassen wir wieder die Barrenproduktion starten. Ne? Genau, das ist der Plan. Hier drüben nochmal Silber, Kautschuk und Kaffee aufladen. 30 Tonnen Kaffee, wunderbar. So, 30 Sekunden haben wir noch. Sie haben mein Silber. Wir zahlen unsere Schulden. Genug, um die Forderung des Königs zu erfüllen und meine Dienste zu entlohnen. Erfolgreiche vorletzte Lieferung. Sie haben die vierte Rate erfolgreich innerhalb der Frist abgeliefert. Sind Sie damit zufrieden? Wir können ihn mit Geld bestechen, um eine große Menge an Luxusgütern zu erhalten. Dafür bräuchten wir 500.000 Credits. Also wir haben zwar unser Geld in den Griff bekommen, aber so viel habe ich jetzt auch nicht übrig. Einige ihrer Leute zum Aktuar schicken, um für ihn zu arbeiten. Die letzte Rate wird verringert. Aber dafür haben wir weniger Arbeitskräfte, die wir ja noch brauchen aktuell. Also bezahlen wir nur die Rate. Gute Nachrichten, Oliveira. Die nächste Rate ist Ihre letzte. Also lassen Sie es uns doch etwas spannender machen. Hm? Die letzte Rate, die letzte Lieferung. Jetzt nochmal 45 Minuten, 150 Tonnen Silbermünzen, die wir natürlich schon haben. Selbst nach der, jetzt haben wir immer noch 300 übrig. Insofern sieht es gut aus, dass wir Gold schaffen. Für Gold müssen wir alle Lieferungen erfolgreich abschließen innerhalb der Zeit und müssen zusätzlich am Ende nochmal 300 Münzen extra haben. Das heißt, die 150, die wir jetzt dann abgeben müssen, plus nochmal 300 sind 450. Journaleros tun mir leid. Das heißt, wir müssen in 45 Minuten 450 Münzen haben. Allerdings, wir haben jetzt nicht mehr viel Amalgam und Barren und so, also wir müssen uns schon noch ranhalten, aber das sollte schaffbar sein. Und dann ist vielleicht die nächste Folge dann auch schon die letzte. Aber erfolgreich gewesen heute, gut Fortschritte gemacht, Kaffee produziert, Münzen produziert, Rate pünktlich bezahlt. Und ich hoffe, ihr lasst pünktlich einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Walle. Bye, bye.